In diesem Video geht es um Dämpfung, um erzwungene Schwingungen und Resonanz. Lernziele wären, dass Sie die Bewegung und die Energie eines gedämpften harmonischen Oszillators beschreiben können, dass Sie Beispiele für gedämpfte und auch erzwungene Schwingungen kennen, dass Sie die Begriffe Erregerkreisfrequenz und Resonanzfall kennen. Darüber hinaus schließen wir mit den Übungsaufgaben an die moderne Physik an. Da wollen wir uns mit der Kernspinresonanz beschäftigen und der Anwendung beim MRT. Gut, gedämpft harmonische Schwingungen sind solche Schwingungen, bei denen über die Zeit hinweg die Amplitude des schwingenden Systems, eines harmonischen Oszillators, durch Energieentzug abgeschwächt wird. Man kann sich Beispiele konstruieren, die das Ganze ganz gut veranschaulichen. Das erste Beispiel wäre ein gedämpfter Federschwinger. Eine Möglichkeit wäre, dass man also die Feder aufhängt hier an unserer festen Aufhängung und eine Masse befestigt. Und dann hat man quasi hier so ein kleines Segel, was ins Wasser eintaucht. Die relevanten Größen, die dann eine Rolle spielen, wenn die eine Federkraft FF gleich minus K mal X auf die Masse ausübt. Die Masse M ist relevant. Und eine irgendwie noch zu beschreibende Art von Dämpfung, die im Jetzt und im Folgenden immer mit B abgekürzt wird. Das Zentrale bei der gedämpften Schwingung ist, dass die Bewegung durch eine äußere Kraft gedämpft wird. Welche Kraft das jetzt hier in diesem Fall ist, das überlegen wir uns gleich bei der mathematischen Modellierung nochmal. Und wenn so etwas geschieht, dann verliert das schwingende System Energie. Ich kürze Energie ab mit E. Und dieser Energieverlust aus dem geschlossenen System Federschwinger, der findet sich dann letztlich wieder in der Erwärmung des Wassers. Sie wissen, wir können Energie nicht verlieren. In dem Fall ist es natürlich so, dass aus dem System Federschwinger die Energie verloren geht. Wo ist sie dann? Ja, die ist dann einfach hier in der höheren Bewegung des Wassers zu finden, das durch das Auf- und Abschwingen von diesem, ich nenne es mal Segel oder Ruder oder Brett, quasi stärker durchmischt wurde, stärker in Bewegung versetzt wurde. Das ist ein Beispiel aus der Mechanik. Ein anderes Beispiel suche ich ja, wie Sie das schon kennen, gleichzeitig aus der E-Lehre oder aus anderen Domänen der Physik. Sie kennen unseren einfachen elektromagnetischen Schwingkreis, wo wir eine Spannungsquelle haben, U, einen Schalter, und wir laden zunächst einen Kondensator auf und können dann im nächsten Schritt hergehen, diesen Schalter sozusagen umlegen und lassen die gespeicherte Feldenergie durch eine Induktivität, durch eine Spule fließen, zurück auf die andere Kondensatorplatte. Und Sie wissen das, wir hatten das schon behandelt, es wird Energie gespeichert, einmal hier im elektrischen Feld und einmal im magnetischen Feld der Spule. Und die Schwingung, das haben wir gesehen, die wird gedämpft, und die Ursache dafür ist, dass der elektrische Strom, der von Kondensatorplatte zu Kondensatorplatte hier durch die Leiter und durch die Spule fließt, natürlich auch einen ohmschen Widerstand sieht. Das heißt, die Drähte hier und auch die Spule, die sind ein ohmscher Widerstand. Das heißt, die Schwingung von E und B fällt. Die wird gedämpft aufgrund des ohmschen Widerstandes. Die Energie macht sich dann, oder die Energie, die verloren gegangen wird, die sehen wir in der Erwärmung des Drahtes. Ist natürlich nicht mehr
nutzbar für das System aus L und C. Jetzt können wir uns schon mal anschauen, wie ein Ortszeitdiagramm beispielsweise für den Schwinger aussehen würde. Ja, also wenn ich den Ort auf die Y-Achse und die Zeit auf die X-Achse auftrage, dann hätten wir eine sinusförmige Schwingung oder kosinusförmige Schwingung in diesem Fall, die aber mit der Zeit abnimmt. Verzeihen Sie mir, dass ich hier natürlich das keine harmonische Schwingung gezeichnet habe. Und wir sehen, dass die Amplitude mit der Zeit sozusagen abnimmt. Das Gleiche könnte ich jetzt auch machen, wenn ich hier beispielsweise mal U auftrage, also die Spannung, die ich am Kondensator oder an der Spule messe, dann würde das so ähnlich aussehen. Hier an dieser Stelle der Hinweis, wir haben nochmal ein Video gedreht, finden Sie in der YouTube-Playlist zu Schwingung und Wellen. Da sehen Sie nochmal den Schwingkreis und sehen auch ganz gut, wie quasi die Spannung am Kondensator mit der Zeit dann abfällt, weil letztlich Energie in die Umgebung übergeht. Wir wollen uns jetzt mit der mathematischen Modellierung eines gedämpften Federschwingers beschäftigen. Das Ganze besteht aus 4 Schritten. Und der erste Schritt ist, dass wir sagen, okay, also die Reibungskraft, die hier der Bewegung stets entgegenwirkt, Fr, ja, also einfach durch das Eintauchen dieses Ruders ins Wasser, diese Reibungskraft, die sei proportional zur Geschwindigkeit. Das heißt, Fr sei irgendwas mal V und das ist irgendwas, das ist jetzt einfach das B. B sei ein sogenannter Dämpfungskoeffizient. Jetzt haben wir die Proportionalität in dieser Gleichung verarztet. Eine Sache ist noch wichtig. Die Reibungskraft, die wirkt immer entgegen der Bewegung. Das drücken wir hier durch das Minuszeichen aus. Kleine Anmerkung, woher kommt das? Das ist die sogenannte Stokesche Reibung oder Stokes-Reibung für kleine Geschwindigkeiten. Ich schreibe es nochmal hin. Das ist ein bisschen was anders als die Newtonsche Reibung, die kennen Sie vielleicht auch. Da ist die Kraft proportional zu V². Die Newton-Reibung gilt bei höheren Geschwindigkeiten, diese Stokes-Reibung gilt bei kleineren Geschwindigkeiten. Jetzt müssen wir uns noch überlegen, welche Kraft haben wir noch? Naja, es handelt sich um einen Federschwinger. Das ist die rückstellende Kraft, die versucht, die Masse in die Ruhelage zurückzuheben. Das ist die, nach dem Hookeschen Gesetz, die Federkraft. FF gleich minus K mal X. Die dritte Idee, die wir machen, der dritte Ansatz, die Annahme, die wir treffen, ist, dass wir sagen, die Gewichtskraft FG ist im Vergleich zu FF und FR vernachlässigbar klein. Jetzt sind wir schon fast am Ziel. Jetzt müssen wir es nur noch zusammenbringen. Und das machen wir natürlich wie immer mit dem zweiten Newtonschen Axiom. Wir sagen, die Summe aller Kräfte in x-Richtung entspricht
der Beschleunigung auf die Masse in x-Richtung. Jetzt können wir hergehen und können diese Gleichung bilden, also diese Summe quasi einsetzen. Und das heißt minus b mal v plus minus k mal x ist gleich m mal a. Das ist in x-Richtung, ist, das spare ich mir jetzt an dieser Stelle. Jetzt bringe ich alle Terme auf eine Seite. Das heißt, ich rechne plus b mal v und plus k mal x und sortiere das in einem Schritt schon ein bisschen um und drehe die Gleichung um, also jetzt nicht wundern. Das heißt, da steht m mal a plus b mal v plus k mal x gleich 0. Und Sie ahnen schon wieder, worauf ich hinaus, oder wo es hingeht viel eher. Wir haben hier natürlich wieder eine Differentialgleichung stehen. Differentialgleichung deshalb, weil wir hier eine Funktion x von t in ihren verschiedenen Ableitungen stehen haben. Sie wissen, die Beschleunigung ist die zweifache Ableitung des Ortes nach der Zeit. Die Geschwindigkeit, die einfache Ableitung des Ortes nach der Zeit. Und der Ort x, der bleibt uns erhalten. Wenn Sie diese Gleichung jetzt mal vergleichen mit der Differentialgleichung für den harmonischen Federschwinger ohne Dämpfung, dann ist das Einzige, was neu ist, dieser Term. Alles andere ist identisch. Ich möchte jetzt auf die Herleitung dieser Lösung der Differentialgleichung verzichten. Ups. Die Lösung dieser Differentialgleichung ist x von t ist gleich xm mal e hoch minus bt durch 2m mal Cosinus Omega Strich t plus Phi. So. Einige Elemente daraus sind uns bekannt. Ja? Diese Cosinus-Funktion und xm als Amplitude. Neu ist jetzt lediglich dieser Vorfaktor hier. Und da steht ein e hoch minus mit irgendeiner Konstante, b durch 2m, t. Das heißt, hier ist ein exponentieller Term, der abhängt von der Zeit. Und der erklärt Ihnen sozusagen diese im Diagramm scheinbar exponentielle Abnahme der Amplitude. So, das heißt, das hier ist eigentlich nichts anderes als eine Cosinusfunktion, deren Amplitude mit der Zeit abnimmt. Ja? Und die Amplitude, das ist jetzt letztlich nicht das, was ich hier eingemarkert habe, sondern das ist letztlich das hier, ja, also dieser Term, den ich jetzt markiert habe, das ist dann die Amplitude. Das kennen Sie, die Amplitude ist der konstante Faktor vor dem Cosinus-Term, weil wenn Sie hier 1 hätten, dann würde das die Amplitude sein. Wichtig ist jetzt noch, dass ich Ihnen verrate, was Omega-Strich ist. Denn Omega-Strich ist nicht das, also nicht das normale Omega. Omega-Strich ist Wurzel aus k dividiert durch m minus b Quadrat durch 4m zum Quadrat. Wir können das etwas anders schreiben, denn wir wissen ja, k durch m, das ist gerade die Kreisfrequenz unseres ungedämpften Federschwingers, also Omega Quadrat.
Und dann können wir sogenannte Grenzfälle gedämpfter Schwingungen unterscheiden. Bevor wir das machen, würde ich jetzt allerdings doch noch einmal ganz gerne mal eine exemplarische gedämpfte Schwingung aufzeichnen. Malen uns ein Koordinatensystem auf. Und dann tragen wir hier mal xm ein und dann minus xm und tragen uns eine harmonische Schwingung ein, die gedämpft wird. Und dann ist quasi die einhüllende der Amplituden, das ist quasi genau dieser Term xm e hoch minus bt dividiert durch 2m, ja, den wir hier in der Lösung für den gedämpften harmonischen Oszillator auch stehen haben. Und das Blaue, das ist dann gerade das x von t. Jetzt aber zurück zu den Grenzfällen gedämpfter Schwingungen. Der erste Fall ist, es liegt quasi keine Dämpfung vor. Das wäre quasi der Fall, wenn Sie sich vorstellen, dass Sie den Aufbau zwar so fertig haben, aber vergessen haben, das Wasser hier einzufüllen. Dann muss natürlich die ganze Überlegung, die wir gemacht haben, die Physik, die muss natürlich immer noch korrekt sein. Das heißt, wir müssen jetzt mal verprüfen, was passiert, wenn jetzt B, also der Dämpfungskoeffizient, 0 ist. Für B gleich 0 folgt hier oben raus, dass Omega Strich gerade Omega ist. Das ist sehr, sehr sinnvoll. Omega ist Wurzel k durch m. Und dann wissen wir, bei keiner Dämpfung erhalten wir aus diesem Ausdruck hier oben wieder die Kreisfrequenz für den ungedämpften Oszillator. Jetzt machen wir eine zweite Unterscheidung. Wir sagen eine kleine Dämpfung, oder schreiben wir besser schwach. Eine schwache Dämpfung liegt dann vor, wenn quasi mein B hier sehr klein gegenüber Wurzel k durch m ist. Wenn das der Fall ist, ja, wenn das sehr klein ist gegenüber Wurzel k durch m, dann gilt, dass Omega Strich so ungefähr Omega ist. Und dann hätten wir genau quasi einen solchen Fall wie hier. Die Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung ist ungefähr gleich mit der ungedämpften Schwingung. Das ist der sogenannte Schwingfall. Und das meint einfach nur, dass die Schwingung langsam abklingt. Jetzt können wir uns eine dritte Unterscheidung vornehmen. Die dritte Unterscheidung, die liegt vor, wenn dieser Term gerade genauso groß ist wie dieser. Also wenn das Omega-Quadrat gerade B-Quadrat durch 4m-Quadrat entspricht. Was passiert dann? Dann ist natürlich unser Omega-Strich auch 0. Ein System mit der Kreisfrequenz 0 bedeutet, das macht gar keine Schwingung mehr.
dem Moment, wo die Dämpfung einsetzt, macht dieses System keine Schwingung mehr, sondern es kehrt zurück in die Ruhelage. Ein gutes Beispiel ist dafür zum Beispiel die Stoßdämpfer am Auto oder wenn Sie wollen auch am Mountainbike. Und dieser Fall, den nennen wir aperiodischen Grenzfall. Last but not least wollen wir uns noch mit dem Kriechfall kurz beschäftigen. Der tritt dann auf, wenn b² durch 4m², also viel größer ist als Omega². Was dann passiert ist, dass das, was an der Wurzel hier unten steht, wird dann natürlich negativ und Omega Strich damit komplex. Was eine komplexe Zahl ist, das soll jetzt an dieser Stelle nicht so relevant sein. Zentral ist, dass der Kriechfall auftritt bei einer sehr, sehr starken Dämpfung, also einer hohen Reibung. Und dass ebenfalls das System keine Schwingung mehr vollzieht, sondern in die Ruhelage zurückkehrt, aber mit dem Unterschied deutlich langsamer als beim aperiodischen Grenzfall, wo Omega-Quadrat gerade dem B-Quadrat durch 4m² entspricht. Das heißt, wenn man sich das jetzt mal anschauen würde, diese verschiedenen Situationen, also x über t aufgetragen, der Schwingfall, klar, das nimmt also einfach ab und kehrt dann irgendwann in die Ruhelage zurück. Der aperiodische Grenzfall sehe etwa so aus. Das System wird ausgelenkt, erfährt also eine gewisse Dämpfung und kehrt zurück in die Ruhelage und bleibt dann auch dort. Der Kriechfall so ähnlich, nur dass die Abnahme deutlich länger ist. Also deutlich länger dauert, wenn die Reibung sehr, sehr stark ist. Das ist so ein bisschen kontraintuitiv und das ist auch der Grund, weshalb man jetzt bei der Konstruktion von solchen Dämpfungssystemen immer versucht, im aperiodischen Grenzfall zu bleiben. Ich mache es nochmal dran. Rot ist der aperiodische Grenzfall. Man muss also das B so wählen, dass dann der Term gerade dem Omega-Quadrat entspricht. Und das ist der sogenannte Kriechfall. Ja? Also je stärker die Dämpfung, heißt nicht, dass dann auch quasi das schwingende System schneller wieder in der Ruhelage ist. Gut. Eine Sache fehlt uns jetzt noch, und zwar ist das die Energie der gedämpften Schwingung. Und die Energie einer ungedämpften Schwingung, das war ja ein halb kx². Und was jetzt neu ist dabei, ist, dass die Energie sozusagen ebenfalls von der Zeit abhängt. Klar, das macht auch Sinn, weil ich es sich gesagt hatte, dass wir ja Energie bei einer gedämpften Schwingung irgendwo in die Umgebung verlieren. Und was man macht, ist, man setzt jetzt einfach also für das xm Quadrat, was wir ursprünglich dort hätten, setzen wir jetzt einfach das xm inklusive des Schwingungsterms ein. Das heißt, inklusive des Dämpfungsterms, also ein halb k mal xm mal e hoch minus bt durch 2m. Die 2 ist dann natürlich weg. So, das wäre dann die Energie einer gedämpften Schwingung. Ja, nun, um das nochmal deutlich zu machen, bei der ungedämpften Schwingung hatten wir die Energie 1/2 kxm². Und wir sind jetzt also einfach hergegangen und haben für das xm² den Term für die Amplitude der gedämpften Schwingung eingesetzt. Das heißt,
zentral dabei ist halt auch, dass die Energie letztlich ebenfalls exponentiell mit der Zeit abnimmt. Jetzt möchte ich mit Ihnen über erzwungene Schwingung und Resonanz sprechen. Wir gucken uns zwei Beispiele an. Einmal die Schaukel als erzwungene Schwingung. Das heißt, wir haben irgendwo auf dem Spielplatz eine Schaukel und da sitzt jetzt also eine Person drauf an einem Seil. Und eine andere Person steht also dahinter und übt jetzt also auf diese Person eine gewisse Kraft auf, indem die Hände immer vorwärts und rückwärts geschoben werden, zum Beispiel wenn die Schaukel gerade hier ist. Unterscheiden tun wir dann die Kreisfrequenz der Schaukelschwingung Omega und die Kreisfrequenz Omega E des externen Antreibers. Wir erzwingen also so eine Schwingung, indem wir einen Antreiber, hier in dem Fall die Person, nutzen, die ebenfalls mit einer gewissen Kreisfrequenz auf das schwingende System einwirkt. Das andere Beispiel, was wir machen können, das ist, dass wir uns die Schallplatte als erzwungene Schwingung anschauen. Die Schallplatte, das wissen Sie oder vielleicht auch nicht, da finden Sie sozusagen solche Rillen drin. Die Rillen können durch eine Nadel aufgenommen werden und diese Nadel ist dann so konstruiert, dass die mechanische Schwingung der Nadel in ein elektrisches Signal umgewandelt und verstärkt wird. Man kann dazu ein schönes Analogexperiment machen, einfach indem man einen mechanischen Resonator auf einer Platte entlang führt. Und das finden Sie auch als Video in der YouTube-Playlist. Bitte nochmal anschauen. Schallplatte, erzwungene Schwingung einer Schallplatte heißt das. Gut. Wir nehmen jetzt zunächst mal wieder unsere Differentialgleichung für die gedämpfte Schwingung. Also zweite Ableitung plus den Dämpfungsterm B dx dt plus k mal x. Und dann steht auf der rechten Seite nicht 0, sondern auf der rechten Seite steht nun eine Kraft F, die periodisch mit einer gewissen Kreisfrequenz Omega E des Antreibers hier also auf dieses System einwirkt. Das wiederum ist eine sogenannte inhomogene Differentialgleichung. Warum? Die ist deshalb inhomogen, weil auf der rechten Seite nicht die gleiche gesuchte Funktion, in dem Fall x von t, steht wie auf der linken Seite. Das soll uns jetzt hier aber nicht unbedingt weiter interessieren. Zentral ist nur quasi, dass wir eine äußere Kraft F haben, die mit einer gewissen Kreisfrequenz Omega E diesem oszillierenden System, was quasi auf der linken Seite steht, eine Kreisfrequenz aufzwingen möchte. Eine Lösung dieser Differentialgleichung ist wie folgt. Also x von t ist gleich xm e hoch minus bt durch 2m mal Cosinus Omega Strich t plus phi. Und jetzt, das ist ja bisher das Bekannte aus der gedämpften Schwingung, plus noch einem weiteren Term, das große x. Das große x ist sozusagen die Amplitude xm des Erregers mal Cosinus Omega Erregerfrequenz t. So. Daraus ablesen kann man durch hingucken,
dass der Ort x von t der Schaukel dann maximal wird, wenn gerade Omega dem Omega e entspricht. Wenn also die Frequenz, die Eigenfrequenz des schwingenden Systems, Omega, die ja gegeben ist durch die Länge des Pendels, das wissen Sie, gerade der Erregerfrequenz Omega e entspricht. Ja, bei kleinen Dämpfungen, das ist die Randbedingung, gilt Omega gleich Omega e. Das ist die sogenannte Resonanzbedingung. Wenn also in der natürlichen Frequenz, der Eigenfrequenz dieses schwingenden Systems, von außen eine Kraft auf diesen Oszillator einwirkt, dann ist diese Erregung, führt dazu, dass die Amplitude des schwingenden Systems maximal wird. Das kennen Sie alle aus der Eigenerfahrung. Wenn Sie sich erinnern, wie es ist, auf einer Schaukel zu schaukeln, dann wissen Sie, dass Sie dann die Amplitude maximieren, wenn jemand Ihnen genau in der gleichen Frequenz entsprechend immer einen Kraftstoß versetzt. Jetzt können wir uns noch die sogenannte Amplitudenresonanz anschauen. Das heißt, wir bilden das Verhältnis aus Omega, der Frequenz des schwingenden Systems, und Omega e. Und schauen uns quasi die Amplitude an und teilen die auf der y-Achse auf. Und dann sieht man, dass immer dann, wenn Omega durch Omega e gerade 1 ist, die Amplitude maximal wird. Bei einer hohen Dämpfung schaffen wir das nicht ganz so gut. Bei einer mittleren Dämpfung schon besser. Und bei einer ganz geringen Dämpfung sehr gut. Das heißt, erreicht man ein schwingendes System in seiner Eigenfrequenz, dann kann man die Amplitude ins Maximale erhöhen und gegebenenfalls sogar auch ins Unendliche, wenn man nicht aufpasst. Dafür gibt es einige Beispiele, die wir uns dann in der Präsenzsitzung nochmal genauer anschauen. So, das war's zu der gedämpften und erzwungenen Schwingung und zur Resonanz. Viel Spaß bei der Vorbereitung.